Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag Zeit für mehr, damit Arbeit gut ins Leben passt, berührt den Kern vieler Fragen der Menschen in unserem Land. Sie fragen sich, wie kann ich Familie und Beruf unter einen Hut bringen? Sie fragen sich, wie sie auch die notwendige finanzielle Basis für ihr alltägliches Leben schaffen können. Aber der Antrag stellt auch an uns die Verantwortung, dass wir fragen, wie kann der Staat helfen und was muss der Staat in Verantwortung leisten? Ausgangspunkt ist unser Menschenbild und unsere Konzeption der Familie. Familien sind der Kern sozialer Beziehungen in einer Gesellschaft. Sie verdienen Anerkennung und Unterstützung. Nicht im Sinne von reinen Lippenbekenntnissen, sondern im Sinne eines echten politischen Eintretens für Familien und Zusammenhalt. Ausgangspunkt ist der Schutz der Familie in unserem Grundgesetz. Und jede Familie muss und soll selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben gestaltet. Der Staat hat Unterstützung anzubieten. Er hat Familien zu helfen, aber staatliche Hilfe darf nicht zu einer sanften Lenkung führen. Familienpolitische Leistungen sind keine Vorgabe, sondern sie sind Angebote des Staates. Das ist unser Leitbild. Und wenn wir über die Angebote des Staates sprechen, dann gilt es festzuhalten, dass die Angebote für Familien in unserem Land noch niemals so gut waren, wie sie heute sind. Allein das Elterngeld beziehen im Schnitt über 800.000 Familien, und dieser Staat gibt 7 Milliarden Euro allein für das Elterngeld aus. Aber selbst diese großartige familienpolitische Leistung ist nur ein Bruchteil dessen, was auf allen staatlichen Ebenen für die Belange von Familien mit Kindern, aber auch für die Belange von Familien mit vielleicht pflegebedürftigen Eltern ausgegeben wird. Wir sollten diese Erfolge nicht kleinreden, sondern auch mal stolz sein, dass es diesem Land gelingt, diese Sachen auf die Beine zu stellen. Die Grünen sorgen sich in diesem Antrag um die Frage, wie denn mehr Zeit und mehr Möglichkeiten der Betreuung von Kindern und Zeit für die Familie unter einen Hut zu bringen ist. Ich zitiere aus Ihrem Antrag: Die Menschen sollen so leben können, wie sie sich es wünschen. Ja, das ist richtig. Das ist gelebte Freiheit. Aber dann frage ich mich, warum Sie eigentlich in den letzten Jahren das Betreuungsgeld so bekämpft haben. Das Betreuungsgeld ist gelebte Wahlfreiheit für Familien. Es bietet den Familien die Chance, in den ersten Monaten des Lebens ihres Kindes ihre Familien, ihre Kinder selbst zu betreuen, so wie sie es gerne hätten. Und der Staat leistet eine Kompensation für diesen Erziehungs- und Betreuungsaufwand. Das ist gelebte Freiheit. Wer also den Menschen sagt, dass sie so leben sollen, wie sie sich es wünschen, dann hätten Sie nicht diesen harten Kampf gegen das Betreuungsgeld führen sollen. Meine Damen und Herren, wir werden auch zu reden haben über die Kosten und über den finanziellen Aufwand der Forderungen, die Sie hier dargestellt haben. Sie fordern ja nicht nur einen Ausbau des Elterngeldes zu einer Kinderzeitplus, des Pflegezeitgesetzes zu einem Pflegezeitplus, und zusätzlich noch Möglichkeiten einer Bildungszeit plus, sondern Sie fordern es nicht nur, sondern Sie sagen eben auch nicht, wie das Ganze finanziert werden soll. Allein die Ausdehnung des Elterngeldes würde zu Kosten in etwa 10 bis 12 Milliarden Euro führen. Und das soll und muss der Staat finanzieren. Aber es ist unseriös, Forderungen in den Raum zu stellen und nicht auch eine Silbe darüber zu verlieren, wie der Staat das zu finanzieren sollte. So können Sie nicht Politik machen.
Der Kollege Beermann und auch die Kollegin Hornus haben es zu Recht angesprochen. Der Staat muss das, was er mit guten und vernünftigen Motiven verteilt, auch erwirtschaften. Und wenn wir über das Erwirtschaften reden, sind zwei Dinge von wesentlicher Bewandtnis. Zum einen die Frage der Steuereingänge des Staates und zum anderen auch das, was die Menschen in diesem Lande verdienen. Und hier hätte ich mir gewünscht, dass Sie ein Stück weit auch die Realität in diesem Land beschreiben. Die Realität ist, dass wir zum ersten Mal seit 1991 eine Arbeitslosenquote von unter 6% haben, dass in vielen Bereichen Deutschlands Vollbeschäftigung herrscht, dass wir Rekordsteuereinnahmen haben und dass auch in letzter Zeit nicht nur die Renten, sondern auch die Löhne gestiegen sind. Und beste Familienpolitik ist, wenn die Menschen ordentlich was in der Tasche haben. Das hat auch diese Bundesregierung mit erreicht. Das hätten Sie bitte auch einmal erwähnen können. Bei dieser Gelegenheit, wenn wir über Unternehmen sprechen und über die Frage, dass das, was verteilt werden soll, auch erwirtschaftet werden muss, gilt auch ein Dank an unsere Unternehmen. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass diese Flexibilität, die viele Familien zu Recht erfahren, auch von den Unternehmen so gelebt wird. Und dass viele Unternehmen auch jenseits der gesetzlichen Verpflichtung bereit sind, den Lebensentwürfen ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden. Das zeigt doch, dass die Frage des Umganges von Zeit und den Bedürfnissen von Familien auch eine Kategorie darstellt, die wir gar nicht verordnen können, sondern die gelebt werden muss, die aus einem gesellschaftlichen Geist entspringen muss, nämlich ein Geist und ein Spirit, der letztlich sagt, dass Familien mit Kindern mit das Kostbarste sind, was wir in unserem Land haben, dass die Pflegeleistung von Eltern ihren Eltern gegenüber etwas Wunderbares ist, was wir nicht in Euro und Cent messen können. Und deswegen komme ich zum Beginn meiner Rede zurück. Unser Menschenbild steht im Mittelpunkt unserer Politik. Das ist die freie Entscheidung der Familien, wie sie zu leben haben. Aber so, wie die Familien leben wollen, werden wir sie unterstützen. Und da bitte ich Sie, dass Sie an unserer Seite sind, aber ich bitte Sie auch, dass Sie nicht Anträge stellen, die diese Erfolge konterkarieren und es den Familien eher erschweren. In diesem Sinne werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Sönke Rix, SPD-Fraktion.